Aber das ist ja auch von dieser Bundesregierung gewollt. Der Nachhaltigkeitsausschuss, der die Bundesregierung immer berät, also so eine Regierung unter der Regierung, weiß kein Mensch, ist aber so, kannst du mal Ja. im Strategiepapier nachlesen, da steht drin, die Leute sollen nicht mehr in Urlaub fahren, die Leute sollen keine Autos mehr fahren, nur noch so wie im Märkischen Viertel in Berlin, was bei uns im Studium schon früher städtebaulich schon als missraten dargestellt wurde, soll wieder kommen. Die Leute sollen kein Auto mehr fahren. Die Leute sollen kein Fleisch mehr essen, steht da drin. Ist ja klar, das kostet auch Geld und so Methan, weiter. ja. Und Auch ein diese ganzen Gefühl. Strategien, die da sind dazu da, um die Bevölkerung praktisch, sag ich jetzt mal, ärmer zu machen, damit sie keine Bedürfnisse mehr haben, irgendwelche Sachen, die wir heute vielleicht so als Luxus, vielleicht Urlaubsreise haben, dass die gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass da überhaupt irgendwas in die Richtung zu unternehmen. Das ist der ganze Sinn, denn wird natürlich mehr Geld frei, quasi für die Steuern. Man kann die Leute einfacher, mit geringeren Mitteln halten, sage ich jetzt mal. Ich sage bewusst halten. Und dann ist mehr Geld frei, womit ich die ganzen anderen Sachen finanzieren Ja, kann. ja. Diese von dir dargestellte innenpolitische Komponente, die ob Bundesrepublik, ob Schweiz, ob Österreich gleichermaßen oder auch letztendlich in den USA Ganz gleichermaßen Europa gilt eigentlich. im Bereich des EU-Raums sowieso, die wird ja noch ergänzt durch eine außenpolitische, die man auch nicht unterschätzen darf, denn wie man gesehen hat in der Vergangenheit, ist das Thema Öl ja ein Thema, was als der zentrale Grund und Vorwand genutzt wird, um auch militärisch einzugreifen. Die ganzen Konflikte im Nahen Osten, das Handling, um es mal etwas zynisch zu sagen, wie im Augenblick mit Haiti umgegangen wird, dass also kaum, dass man dort einen Vorwand gefunden hatte, dieses Land quasi militärisch besetzt ist, weil dort unter Haiti Ölvorräte sind, die also den Saudi-Ölvorräten etwa entsprechen. Auch den Punkt muss man natürlich sehen. Es ist ein sehr beliebter Vorwand gewesen, um hier militärisch seitens der Vereinigten Staaten in erster Linie aktiv zu werden, sodass ein Sturz des Öls in die ökonomische Bedeutungslosigkeit und eine Verfügbarkeit von Öl an allen Ecken und Enden der Erde natürlich diese militärischen und diese machtpolitischen, die da letztendlich dahinter stecken, Möglichkeiten auch komplett erden würden. Auch das natürlich logischerweise nicht gewollt. Also insofern gibt es neben der innenpolitischen Komponente, die du sagst, eben auch noch diese welt- und machtpolitische Komponente, die seitens der USA vorangetrieben wird. Ja, nicht von Europa, sage ich jetzt mal, vielleicht zur Ja. Ehrenrettung von uns, aber von den Amerikanern, das haben die schon immer vertreten, das ist ganz klar. Und dass man eben daran nicht zweifelt, da ist nicht nur alleine diese abiogene, wie man sagt, Entstehung von Erdöl im Gegensatz zur biogenetischen der Fall, sondern man hat das heutzutage ganz geschickt gekoppelt mit dem Klima. Ja. Eins hat mit dem anderen nämlich eigentlich gar nicht viel zu tun. Ich muss ganz deutlich sagen, ganz energisch, Klimapolitik ist eine Sache, die ist vollkommen falsch und aus den Funden und aus den Haaren herbeigezogen im Prinzip. Und das andere ist die Umweltdebatte. Wenn man im Fernsehen Ja. sieht, was wird denn immer gesagt? Immer dieses Klima direkt mit Umwelt im Grunde begründet. Also man zeigt zum Beispiel einen Schornstein, der raucht unheimlich. Ich war zum Beispiel in Shanghai. Dort war ich auf dem Fernsehturm, wollte ich was sehen, konnte ich aber nicht. Smog. Da ist täglich Smog. Da sieht man Ja, eigentlich kaum was im Grunde, ja. habe ich erfahren. Ja, was wird da? Was wird da verbrannt? Da kommt Schwefeldioxid zum Beispiel raus. Schwefeldioxid kann man quasi sehen. Aber worum es geht um Kohlendioxid. Kohlendioxid kann ich weder sehen, riechen noch schmecken. Es ist ein Lebenselixier, nicht das Kohlendioxid, wie manche sagen, sondern der Kohlenstoff da drin ist das Lebenselixier eigentlich, genauer gesagt. Das heißt, ich kann auch beim Auto, ich fahre ein Auto und dann habe ich einen Katalysator drin, ich sage, ich verschmutze keine Umwelt. Da kommt Kohlendioxid raus, das sehe ich nicht. Rieche ich nicht, nichts kann ich damit. Im Gegensatz, ich habe oft auch schon mal Vorträge gehabt, so in landschaftlichen Gegenden. Und dann habe ich zu denen gesagt, wenn Sie, was ist denn heute mit mehr Kohlendioxid? Da wächst doch alles mehr. Sie haben doch alles viel mehr. Sie haben gesagt, wir könnten das heute nicht mehr ernten, also wie vor 40 Jahren. Also wir haben viel mehr Ernten durch mehr Kohlendioxid. Kohlendioxid ist nicht schädlich. Es gibt keine einzige, kein Aspekt, dass es irgendwo schädlich ist. Es wird immer begründet mit Umwelt.
Umweltpolitik ist richtig. Man muss den Chinesen sagen, mach da Schwefelfilter drauf. Das haben wir alles bei Klar. uns. Aber nicht Kohlendioxid. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen wird das immer gern verwandt mit dem Klima, obwohl die ganze Klimageschichte natürlich, wie wir wissen, eine reine Farce ist. Das ist einfach eine erfundene Geschichte, die auch nichts Wissenschaftliches ist, sondern klimapolitisch von Politikern eigentlich auch gewollt ist. Du hattest auf einen Punkt hingewiesen, der nochmal so diesen außenpolitischen Aspekt etwas unterstreicht, dass wir, was die Tiefe der Bohrungen betrifft, begrenzt sind. Wenn du da wir sagst, sage ich jetzt auch mal etwas verkürzt, gilt das ja für den Westen oder gilt für das, was man politisch gesehen als den Westen bezeichnet. Da ist irgendwo das technologische Limit bei, du hast 3 Kilometer angesprochen. Ja, 3,5, 4 oder so. So. Man kann tiefer, aber Wirtschaft ist nicht wirtschaftlich. Die Russen haben ja eine Technik entwickelt, die deutlich tiefer runtergeht. Und das ist ja auch, da spielt dann die nächste Ebene dieses machtpolitischen Spiels mit rein, dass es eben den Russen möglich war und möglich ist, in ganz andere Tiefen zu kommen. Und dass vor dem Hintergrund hier natürlich auch nochmal so ein Supermachtwettlauf stattfindet, der auch hier deswegen diskussionsmäßig ausgeblendet wird, weil es dann eine Argumentation quasi gegen eine letztendlich nicht so erfolgreiche Technologie des Westens, gegen das, was eben die Russen geschafft haben, hinbekommen. Ich würde es etwas weniger dramatisch vielleicht ausdrücken. Ich glaube, dass wir in der Lage wären, tiefer zu bohren. Wir haben ja in Windisch-Eschenbach damals gebohrt. In Russland hat man die tiefste Bohrung, die es überhaupt gibt, glaube ich, die ist 11,5 Kilometer. Über 11,5 Kilometer. Und wir wollten in Windisch-Eschenbach damals tiefer bohren. Das war das klare Ziel. Wir mussten nach ungefähr 9 Kilometern aufhören, weil jede geologische Voraussage, die getroffen worden ist für dieses Bohrloch, nicht zugetroffen hat. Im Science, im Fachjournal Science ist ganz klar gesagt worden, auch von deutschen Forschern, wenn man das ernst nimmt, was da entdeckt worden ist, müsste man die ganzen Geologiebücher, ist da so geschrieben worden, im Fachjournal umschreiben, weil alles stimmte nicht. Nichts stimmte. Man hat es ohne Guten sogar parallel teilweise zu den Schichten gebohrt. Also es war unglaublich. Ich bin sogar von Fachleuten darauf aufmerksam gemacht worden, habe mir ja die Sache genau angenommen. Und man hat aber offiziell hier behauptet, wenn man nachliest im Internet, man hat frühzeitig alle wissenschaftlichen Erkenntnisse erhalten und hat deswegen die Förderung, also die Bohrung, frühzeitig abbrechen können. Es stimmte nichts. Da unten war Wasser in 9,5 Kilometer Tiefe und Wasser hat nach geologischen Erkenntnissen aufgrund des angeblichen Drucks nichts zu suchen. Dort unten soll kein Wasser sein. Es ist aber dort unten Wasser und viel tiefer auch noch. Das heißt, wir können nur bis eine gewisse Tiefe bohren. Das könnte man vielleicht sogar machen. Bis 7-8 Kilometer, aber es ist wirtschaftlich nicht sinnvoll, weil das für das Öl zu teuer wäre. Aber man müsste sich Techniken überlegen vielleicht oder das mal angehen, denn dort unten ist eben mehr Erdöl. Keiner fördert, die Russen haben jetzt nicht nötig, tief zu fördern. Die Russen haben ja diese ganze Permafrost-Geschichte. In dem Permafrost ist Methan drin ohne Ende. Und zwar so viel Vorräte, dass wir, wenn nichts dazukommt, ein paar hundert Jahre genug Energie haben. Also, und es ist so, dass sich das von unten kommende Methan unter dem Permafrostgebiet staut. Erläuterst du gerade nochmal, was man mit Permafrost versteht? Einfach, dass das Permafrost ist ganz klar dauergefrorene Gebiete. Der Permafrost ist in Sibirien bis zu 1,5 Kilometer dick gefroren. Bis zu 1,5 Kilometer, das muss man sich überlegen. Muss man allein schon mal die Frage stellen, geologisch soll es alle paar Meter ja immer wärmer und heißer werden. Wie kann überhaupt etwas da 1,5 Kilometer tief gefrieren? Das ist schon mal eine Sache, über die keiner diskutiert und gar keiner nachdenkt. Das ist eine Frage für sich. Jetzt kommt von unten das Methan hoch, wird praktisch auch unter dem dauergefrorenen Frost. Boden praktisch gehalten. Die brauchen eigentlich nur 1,5 Kilometer tief zu bohren und haben dort unten Methangas ohne Ende. Ja. Und die brauchen gar nicht tiefer zu bohren, weil da ist ein natürliches Methanvorkommen, deswegen ja auch unser ganzes Erdgas. Wenn ich rede von Erdgas, von Methan, das ist Erdgas. Ja, ja. Erdgas ist zu mindestens 80, 90 oder auch 95% praktisch Methan. Also Methan ist, wenn ich Methan sage, meine ich eigentlich in Wirklichkeit Erdgas. Da sind geringe Beimengen nur bei. Das heißt, die haben unendliche Vorräte an Erdgas. Früher hat man das wissenschaftlich ja gar nicht beachtet. Wir kennen noch die Geschichte mit Red Adair.
Da hat man, da haben die früher haben die gebohrt, dann kommt immer Gas raus. Und wenn man Pech hatte, sind die in Flammen aufgegangen. Dann haben die gebrannt. Wir kennen doch Retteder, dann kam Retteder an, zack, aus Explosion und ausgeblasen die Sache. Weil bei jeder Erdölbohrung natürlich automatisch Gas kommt. Ja. Heute darf man das nicht mehr aus umweltpolitischen Sachen. Heute wird vorsichtig gebohrt, damit das Erdgas nicht schlagartig entweicht. Aber daran sieht man, was überhaupt dahinter steckt. Und die Russen brauchen gar nicht so tief zu bohren. Die haben das gar nicht nötig. In anderen Bereichen müsste man vielleicht 7-8 Kilometer tief bohren, wo es eben so tiefe Sedimentschichten gibt. Und dann würde man auch an bestimmten Stellen, denn das Erdöl kommt ja nicht über gleichmäßig, sondern wo Brüche in der Kruste sind, da sickert es schneller durch. Deswegen sind überall an Brüchen der Erdkruste, wo Gräben, sogenannte Gräben sind oder so weiter, dort kommt das Erdöl wesentlich schneller, auch in Texas. Ist ja so ein Beispiel. Ja, und in Texas gibt es auch so eine Verwerfung, und entlang dieser Verwerfung, wo die Erdkruste sich praktisch verschoben hat, dort wird gebohrt. Und genau an diesen Stellen oder in Kalifornien auch, wo diese ganze Verwerfung ist, diese Andreas-Falte und so weiter, dort wird entlang gebohrt und rechts und links von diesen Falten, weil da das Erdöl natürlich viel leichter nach oben steigt. Deswegen kann man da fördern. Das muss man sehen, wo sind die geologischen Stätten im Prinzip aufgrund des Aufsteigens, und dann kann man auch relativ leicht und viel Erdöl fördern, wenn man dann auch noch tiefer bohrt, denn umso mehr. Das heißt, das Fazit einer solchen Analyse ist, dass wir eine herbeigeredete, aber überhaupt gar keine wirkliche Energiekrise und keine richtige Energieproblematik, zumindest soweit es Erdöl und Erdgas betrifft, haben. Ist ja eigentlich das Fazit dann. Das Fazit ist, das ist einfach politisch, auch wenn die Wissenschaft umdenken würde, ist einfach politisch gewollt. Und es ist einfach so, wenn Wissenschaftler jetzt auftreten würden und würden das Gegenteil behaupten. Und jetzt vor einem halben Jahr, glaube ich, ist das erste Mal in Amerika eine wissenschaftliche Studie gewesen, die gesagt hat, dass Erdöl abiogen, also anorganisch entsteht. Das erste Mal, dass das im Westen überhaupt, das ist ganz frisch im Grunde, also ein paar Monate her, dass das zugegeben wurde. Die haben natürlich gesagt, ja, das ist nur ganz winzig, das biologisch, aber ist mehr, aber dass man das überhaupt anerkannt hat. Das ist eigentlich, und 2009, also vorher gab es eine italienische Untersuchung von Geologen, die haben 238 Stellen auf der Welt untersucht, wo Gase herauskommen, und die haben gesagt, 50% des Ausschießens, also Ausgasens von Propan und Ethan, alleine die beiden, ohne Methan, allein sie machen 50% derjenigen Menge aus, die in den Klimamodellen gerechnet sind. Das heißt, die haben die Geologen 238 Stellen gemessen auf der Erde und haben gesagt, die Klimatologen setzen 50% mindestens zu wenig an in ihren Klimaberechnungen. Das heißt, dann kriege ich ganz andere Klimawerte raus. Ja. Aber das wird offiziell nicht berücksichtigt, weil diese Klimageschichte ist einfach Grundlage unseres Sozialsystems. Und das muss so sein. Und wer Wissenschaftler, wenn die dagegen auftreten würden, wären die ihres Amtes enthoben. Als zum Beispiel die Geologen vom Geologischen Institut von Hannover haben